Hallo Menschen, heute kommt ein etwas kontroverses Thema, denn ich möchte mit euch zwar auch über das Literaturwesen allgemein sprechen, aber ganz besonders über Amazon. Ich sage übrigens immer Amazon und nicht Amazon, das hat sich jetzt bei mir so eingebürgert, ist ja aber eigentlich auch nicht wichtig. Und bevor ich zu meinen eigentlichen Argumenten komme, möchte ich euch kurz sagen, wo ich eigentlich stehe, was so mein Hintergrund ist, damit ihr vielleicht auch besser nachvollziehen könnt, was ich dann so quassle. Und zwar habe ich Germanistik und auch Philosophie studiert. Und würde mich, wie vermutlich die meisten auf BookTube sich auch, als Fan von Büchern einfach bezeichnen. Also nicht nur inhaltlich, sondern ich mag das auch, wie Autoren und Verlage zusammenarbeiten, die Lektoratsarbeit, wie dann ein Cover entsteht, auch Hintergrundinterviews und sowas, das interessiert mich. Und insofern möchte ich natürlich auch dafür sorgen, dass das erhalten bleibt, dieses Literaturwesen, wie Verlage eben zusammenarbeiten. Und so kommt es dann, dass ich inzwischen auch in einer Buchhandlung arbeite. Und jetzt könnt ihr natürlich gleich sowas schreien wie, ja, du bist ja voll parteiisch bei dem Thema, ist ja klar, was du denkst. Und ich möchte aber gerne darauf hinaus, dass das die falsche Reihenfolge ist. Also, dass ich nicht bestimmte Gedanken habe, weil ich in einer Buchhandlung arbeite, sondern dass ich mich bewusst für eine Buchhandlung entschieden habe, weil ich eben eine ganz bestimmte Meinung zu dem Thema habe. Und an diesen Vorbemerkungen könnte ich auch schon denken, dass ich kein Riesenfan von Amazon bin, was ich natürlich aber gerne erklären möchte. Und ich habe mir das Video so gedacht, dass ich im ersten Teil die Argumente bringe, warum ich persönlich Amazon nicht mehr unterstütze, im zweiten Teil dann darauf eingehe, was meine Alternativen sind, die auch jedem anderen eigentlich zugänglich sind. Und dann hoffe ich, dass es in den Kommentaren quasi zu einem dritten Teil kommt, weil mich bei dem Thema eure Meinung unglaublich interessiert. Ob euch das einfach komplett egal ist oder ob ihr euch ganz bewusst für Amazon entschieden habt. Natürlich auch gerne, ob gewisse Fakten von mir vielleicht inzwischen veraltet sind oder ich irgendwas falsch gesagt habe. Also ich hoffe auf eine angeregte Diskussion, weil sich meine Meinung zu dem Thema auch geändert hat. Ich habe früher noch frisch fröhlich bei Amazon gekauft und als ich halt gewisse Dinge erfahren habe, hat sich das bei mir einfach geändert, dass ich das nicht unterstützen möchte. Und dann soll es auch schon losgehen. Punkt Nummer 1 ist der Fakt, dass Amazon Bücher manchmal tatsächlich billiger verkauft, das heißt unter dem eigentlichen Buchpreis. Das klingt natürlich in erster Linie gut. Amazon schafft es allerdings, indem es mit so einem Buchverkauf tatsächlich Verluste macht und sich das leisten kann, weil es inzwischen so groß ist, dass das durch andere Verkaufskanäle, Elektronik und so weiter, das wieder ausgleichen kann. Und das Problem an der Sache ist, dass damit erstens natürlich weniger Geld bei den Verlagen ankommt und weniger Geld bei den Autoren, da diese Preise oft an der deutschen Buchpreisbindung vorbeigehen durch gewisse Deals, auf die ich auch später nochmal eingehe. Und ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich die Arbeit von Verlagen schätze. Ich möchte auch gute Qualität und ein Lektorat bezahlt wissen, was in solchen Fällen dann einfach nicht mehr geschieht oder nicht mehr ausreichend. Und es führt auch zu einem zweiten Problem, dass nämlich Verlage, die ja eigentlich ihre eigenen Bücher sogar verkaufen wollen oder eben normale Buchhandlungen nicht mithalten können, weil sie keine anderen Verkaufszweige haben, durch die sie das irgendwie ausgleichen können. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Verlag seine eigenen Bücher, wo ja kein Vertriebskanal mehr dazwischen steht, nicht am billigsten verkaufen kann, nur weil Amazon da eben ein bisschen vorbei navigiert, meiner Meinung nach. Und das zweite Argument hat mit diesen Deals zu tun. Da möchte ich nochmal kurz erklären, ja, es gab schon immer Deals zwischen Buchhändlern und Verlagen, was einfach daran liegt, ja, wir verkaufen euch die Bücher für so und so viel Prozent des Verkaufspreises und dann macht halt auch die Buchhandlung noch Gewinn. Das Problem mit Amazon ist halt, dass es in Erpressung ausartet. Das beste Beispiel, was auch in die Zeitungen ging, ist der Konflikt zwischen Amazon und der Hachette Verlagsgruppe, also sind Franzosen und man schreibt sie Hachette. Und um es kurz zu fassen, war da die Argumentation Amazons, wenn wir nicht mehr Prozente bekommen, dann zeigen wir eure Bücher einfach nicht mehr an oder wir zeigen auf euren Buchseiten eben keinen Kaufen-Button mehr oder die Bücher, die schon bestellt sind, die liefern wir halt nicht mehr aus. Sodass halt am Ende die Kunden die Verlierer sind. Und das ist gelinde gesagt scheiße. Das ist einfach Erpressung zu sagen, gebt uns mehr, wenn nicht, dann habt ihr halt Pech. Also es gibt natürlich immer Verhandlungen, aber wie auf die Art und Weise. Und das möchte ich definitiv nicht unterstützen. Als drittes möchte ich noch etwas eingehen, was man nicht nur Amazon vorwerfen kann. Und zwar ist das so die
Undurchsichtigkeit der Expansionsprozesse. Und jetzt kann man natürlich niemanden kritisieren, weil die nicht gleich oben auf ihrer Internetseite sowas schreiben wie, hey, wir sind übrigens gerade von Amazon übernommen worden. Aber ich möchte das erwähnen, weil ich das Gefühl habe, dass Amazon vor allem diejenigen übernimmt, die man irgendwie im Kopf noch so als Alternativen zu Amazon gespeichert hat. In Deutschland ist dafür das beste Beispiel das ZVAB, das ist das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher, wo ich immer noch so ganz stolz eingekauft habe, weil ich dachte, ja, ich habe endlich eine Alternative gefunden zu Amazon. Hast du gedacht? Die sind inzwischen aufgekauft. Und auch im internationalen Bereich wäre da zum Beispiel das Book Depository, wo zum Beispiel unglaublich viele englischsprachige Booktuber immer solche Affiliate-Links in ihren Infoboxen haben, weil die eben zusammenarbeiten. Auch die gehören zu Amazon, genauso wie Ape oder AB Books, ich bin mir nicht ganz sicher mit der Aussprache, sodass Amazon auf jeden Fall inzwischen über 80% des Marktes mit gebrauchten Büchern innehat. Und ich finde das immer irgendwie so ein bisschen gruselig, wenn solche Monopole entstehen, aber das ist natürlich Ansichtssache. Genauso wie der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, und zwar ist es einfach so eine gewisse Unterstützung des lokalen, nicht nur Buchhandels. Und selbstverständlich ist das eine subjektive Einschätzung, wenn ihr halt nicht gerne in Läden einkauft, dann kann ich euch auch nicht vorwerfen, dass ihr die nicht unterstützt. Und wenn ihr halt damit zufrieden seid, dass man das alles nur noch online löst, dann interessiert euch der letzte Punkt jetzt wahrscheinlich nicht. Ich möchte aber einfach nochmal das Augenmerk auf diesen Teufelskreis legen, der dadurch entsteht. Wenn man eben nicht mehr im stationären Handel einkauft, führt das natürlich dazu, dass dort weniger Gewinn landet. Und die Folge davon ist, dass die Leute entweder ihre Warenbestände zurückfahren oder die Fläche. Das heißt, entweder natürlich komplett schließen oder auf eine kleinere Fläche umziehen. Oder speziell im Buchhandel, dass man sich eben so auf die Bestseller konzentriert, weil man da weiß, okay, den neuen Stephen King, den kaufen definitiv Leute, sodass man da halt irgendwie noch eine gewisse Sicherheit hat. Das wiederum führt aber dazu, wenn denn dann jemand, der meistens online einkauft, doch mal in den Laden kommt, dann ist man oft enttäuscht, wie gering das Angebot ist oder wie unindividuell. Es gibt auch kaum Innovationen jetzt in den meisten Buchhandlungen. Man verkauft halt das, wo man weiß, okay, hier macht man Gewinn und versucht halt irgendwie mal noch ein paar Besonderheiten einzubauen, aber das kann natürlich nie jeden zufriedenstellen. Und das ist halt ein Teufelskreis. Wenn man möchte, dass wieder mehr in den Buchhandlungen steht und mehr, also interessantere Dinge vielleicht, dann muss man halt dafür sorgen, dass da irgendwie auch Geld reinkommt. Und ja, ich weiß, dass Amazon ein gutes Empfehlungssystem hat und dass man da halt auch mal auf Sachen aufmerksam gemacht wird, die man sonst vielleicht nicht bemerkt hat. Aber das kann ja in Buchhandlungen im besten Fall auch geschehen, wenn die Buchhandlungen groß genug sind, dass eben ein großes Angebot da sein kann. So, das war es eigentlich auch schon von meinen Argumenten. Was tue ich jetzt dagegen oder für was habe ich mich entschieden? Das erste ist natürlich, um noch auf den letzten Punkt einzugehen, der stationäre Handel. Die meisten so mittelgroßen Städte haben eigentlich auch ein Antiquariat oder eine unabhängige Buchhandlung. Oder, Deutschland ist nun mal nicht so groß, eigentlich einer der großen Filialbuchhandlungen müsste irgendwo in Zugfahrweite eigentlich erreichbar sein. Diese großen Buchhandlungen liefern übrigens auch versandkostenfrei nach Hause. Nur mal so als Hinweis, dass Amazon nicht der Einzige ist, der das tut. Und auch Thalia und Hugendubel müssten inzwischen auch Merklisten haben, sodass man genau wie bei Amazon halt eine Wunschliste anlegen kann und die Bücher genauso portofrei nach Hause geliefert bekommt. An der Stelle nochmal so eine Nebenbemerkung. Es gibt in Deutschland so zwei Online-Lieferanten, nämlich Bücher.de und Buch.de, die relativ neutral klingen. Und weil ich das gerade bei Amazon kritisiert habe, möchte ich euch nur gerne mal darauf hinweisen, wer da eigentlich dahinter steht. Und zwar gehört Bücher.de inzwischen zu 100% zu Weltbild. Das war früher mal noch irgendwie mit T-Online und dem Springer Verlag geteilt, aber inzwischen nur Weltbild. Und falls ihr das wiederum nicht wisst, Weltbild gehört zu 100% der katholischen Kirche. Nur mal so als Hinweis. Und Buch.de wiederum gehört zu Thalia. Und Thalia gehört zu 100% zu Douglas. Nur mal als Hinweis nebenbei. Und was ich noch erwähnen möchte, falls ihr halt Schüler oder Studenten seid oder allgemein nicht so viel Geld habt und gerne gebrauchte Bücher kaufen möchtet, auch da gibt es eine Alternative, die auch noch einen wunderbar eingängigen Namen hat, nämlich antiquariat.de. Die wird auch von den Antiquariaten selber empfohlen und ich habe erst im letzten Buchreport oder Börsenblatt gelesen, dass halt ganz viele Antiquariate nur noch deswegen beim ZVAB sind, was halt jetzt auf das Amazon-System umgestellt wird, weil diese Alternative antiquariat.de noch nicht bekannt genug ist, weil sie da halt nicht genug Gewinn machen, weil viele Leute noch zum ZVAB gehen oder halt zu Amazon. Was man natürlich auch noch machen könnte, ich weiß, das ist ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn man bei Amazon von mir aus noch sucht und dann
ein Angebot hat von einem Antiquariat, das man kaufen möchte, dann kann man ja auch die Antiquariatsseite direkt aufrufen, sodass Amazon nicht mehr zwischengeschaltet wird. Und eine letzte Alternative wäre noch die Seite Booklooker, die eben auch von Privatanbietern ihre gebrauchten Bücher anzeigt. Und falls euch das interessiert und ihr gerne so den Vergleich zum Neubuch haben möchtet, Booklooker arbeitet inzwischen auch mit der Internetseite von Hugendubel zusammen, sodass man, wenn man ein Buch aufruft, oben erstmal den Neupreis sieht und dann unten die Angebote von Antiquariaten oder Privatanbietern. Und dann kann man halt gleich vergleichen, okay, hier gibt es ein Buch im mangelhaften Zustand für 2 Euro und das Neubuch würde mich 8 kosten, ist es mir den Unterschied wert. Übrigens bei Booklooker, und da kann ich mich jetzt aber nur auf so eine Internetquelle verlassen, wo sich jemand das mal ausgerechnet hat. Ich habe mir die AGBs von Amazon und Booklooker nicht komplett durchgelesen, aber es wird gesagt, dass bei Booklooker mehr Geld beim Verkäufer ankommt, was daran liegt, dass Amazon erstens höhere Gebühren hat und zweitens, wenn man ein Buch auf Amazon anbietet und vielleicht noch auf irgendeiner anderen Seite, auch wenn es deine eigene ist, dann muss Amazon immer das billigste Angebot haben. Das ist im Vertrag so festgelegt. Amazon muss immer das billigste haben. Und da Amazon dann aber zum Beispiel auch noch von den Versandkosten etwas abzwackt, kommt es halt so, dass auf Amazon eigentlich jedes gebrauchte Buch immer 3 Euro Versandkosten hat, sodass eben die Anbieter wenigstens noch etwas Geld rausholen können, die ja Amazon noch bezahlen müssen. Und vielleicht noch so ein letzter Gedanke, den ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft, die über Bücher redet und darüber berichtet, wie wichtig Bücher so für uns sind. Und dann möchte man doch eigentlich auch, dass das Geld bei denen ankommt, die Bücher irgendwie genauso lieben. Ich weiß nicht, wie es in eurem Bekanntenkreis ist, aber ich persönlich kenne niemanden, der sich so etwas sagt wie, ja, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich unbedingt bei Amazon arbeiten, denn die lieben Bücher wirklich. Ich weiß nicht. Liebe zu Büchern und dieser Großkonzern Amazon, das passt meiner Meinung nach nicht so richtig zusammen. Aber vielleicht seid ihr da ja anderer Meinung. Deswegen wäre mein letzter Appell noch, ich möchte unglaublich gerne mit euch ins Gespräch kommen, wissen, was ihr darüber denkt oder ob ihr einfach der Meinung seid, dass ich jetzt bitte die Klappe halten und hier nicht so preachy vor euch rumsitzen soll. Aber ich muss zugeben, dass das irgendwie doch ein Thema ist, was mir ein bisschen ans Herz geht und wo ich tatsächlich auch irgendwie gerne hätte, dass es da vielleicht doch zu einem Umschwung kommt. Dass es also nicht immer nur darum geht, ja, ich möchte das Buch unbedingt jetzt und unbedingt zum billigsten Preis, sondern dass man halt so ein bisschen darüber nachdenkt, was halt da dahinter steht und dass es dafür sorgt, dass eigentlich Verlage und Autoren weniger Geld bekommen, wenn man das auf diesem Vertriebsweg kauft. Oder? Also, bitte schreibt mir was, ich möchte gerne mit euch diskutieren oder hören, was ihr denkt. Vielleicht habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen.